Herzlich willkommen hier wieder zurück bei Pokémon Smaragd. Letzte Folge haben wir hier Wingull, Trasler und Loturzel gefangen. War ja eigentlich eine gute Ausbeute, finde ich. Wir gehen jetzt nochmal ins Pokémon Center, die ganzen, alle heilen die ganzen Kameraden hier. Ey, da rein will ich. So, dann wollen wir mal gucken. Hallo. Benötigen deine Pokémon? Deine Pokémon sind wieder topfit. Abmarsch. So, dann wollen wir hier Wingull mal weiter trainieren. Wir wollen ja jetzt nämlich alle auf Level 10 bringen. So. Trasler wird dann mit dem Schummeltrick trainiert. Mit dem Super Schummeltrick. Oh nein, warum? Ich passe nie auf. Mann. Ja, nun hör auf jetzt hier. Bekommen wieder einen Volltreffer. Fast. Batz. Und gleich wieder Level 10. Level 10 sag ich schon, ja, gleich Level 10. Level 5. Ah, ein Trasler. Und wieder unser Wingull hier. Platz. So, denn wenn wir denn das denn auf Level 10 haben, kommt dann Dings drin, Loturzel auf Level 10, dann kommt Trasler drin auf Level 10. Aber das ist immer so ein Trasler, ist glaube ich so ein Nebenbei-Projekt. Trasler wird das Nebenbei-Projekt. Und zack, Level 5. Entert jetzt auch irgendwas? Nö. Natürlich nicht. Guck mal, wir brauchen ja hier ein ordentliches Team. Wenn es ein ordentliches Team werden soll, dann muss man sich auch hier jetzt mal durchquälen und dann wirklich jedes erstmal ein bisschen trainieren hier. Außerdem. Nein! Außerdem brauche ich das, um wieder reinzukommen hier, das ganze Pokémon-Zeug. Ich freue mich ja schon so auf Pokémon XY. Da freue ich mich ja schon drauf. Wenn das denn rauskommt, und da muss ich ja wieder ein bisschen für reinkommen. Ne? In das Spiel. Und Aquaknarre ins Gesicht. Sehr schön. Wir brauchen nur noch ein bisschen Punkte. Na, ein bisschen. Wir brauchen nur noch ein paar Erfahrungspunkte, dann ist das ja auch schon wieder Level 10. Ist ja nicht mehr viel. Nein, warum passe ich denn nie auf? Nein, das geht doch gar nicht. Pass einfach nie auf. So, jetzt. Blum. Platz. Guck mal, das ist jetzt schon die normale Stärke. Das ist kein Volltreffer gewesen. Wingull erhält 23 Erfahrungspunkte. Jetzt merkt man, das wird schon langsam weniger, was jetzt hier sich die Leiste auffüllt. Aber schön, dass wir hier so ein schönes Wasser-Pokémon haben. Ich stehe ja eigentlich mehr auf Pflanzen-Pokémon, aber Wasser ist auch gut. Hier von den Start-Pokémon mache ich sowieso am meisten Flamly. Weil Flamly ist einfach Flamly. Weil Flamly wird zu Logok und Logok ist einfach nur geil. Nur Turzel.
Nein! Oh. Ich müsste mal die Attacken da tauschen. Dass ich einfach durchklicken kann. Das ist nicht sehr effektiv, ne? Ganz toll. Na super. Also gegen Lotuzze können wir jetzt schon mal nicht trainieren, aber wir müssen sowieso ein Pokémon Center jetzt. So, renn hier in die Bude. Hallo. Ja, ja, einmal heilen komplett zum Mitnehmen. So eine Pokémon Center sind gar nicht so schlecht. Sie sind praktisch. Nein, wie habe ich denn das geschafft? Also solange kein Lotuzel kommt, kann ich hier alles weghauen mit dem Wingull. Ich weiß gar nicht, was der erste Orden hier für ein Typ war. Zack, jetzt habe ich aufgepasst, ich habe aufgepasst. Obwohl, die anderen würden ja, die ganzen hässlichen Pokémon würden ja reichen, wenn die auf Level 8 wären, wa? Ich meine, so heftig wird das jetzt auch nicht. Guckt, hier ein Volltreffer ins Gesicht geklatscht. Aber welche haben wir jetzt nochmal? Lotuzze. Okay. Warte mal, da muss ich jetzt erstmal kurz bricht. Über hier zu der Attacken. So, sehr schön. Jetzt kann ich spielen. Ach Gott. Aber diesen Durchklick-Spielstil hier. Hallo? Bin ich groß und versinke im hohen Gras. Hatschi. Aber Hatschi. Gesundheit. Na, endlich Trainer hier. Ich bin gerade erst Trainer geworden. Dann sind wir beide Anfänger. Und da vorne sehe ich schon Bären. Hallo? Eine Herausforderung von Teenager Hugo. Hugo aus dem Hügel. Zickzass. Habe ich noch gar nicht gesehen hier. Also bis auf den ersten Kampf, der ja sowieso immer Zickzass ist. Habe ich hier noch gar nicht gesehen. Oh, ein Volltreffer. Das ist eine gute Trainiermöglichkeit jetzt hier für Wingull. Finde ich nicht schlecht jetzt den Trainer. Der ist gut platziert hier. Also jetzt extra für mich. Haben sie extra für mich gemacht. Schwalbini habe ich auch noch nicht gesehen. Ey, das sind eigentlich die typischen Pokémon, die hier auftauchen. Schwalbini setzt Schnabel ein. Ah, das kriegen wir bestimmt auch noch Schnabel. Batz. So, 30. Und hoch Level 7. Superschall. Das ist schön. Superschall ist gut. Das ist fies. Ich hab dich angesprochen, weil ich dachte, ich könnte dich besiegen. Eigentlich ziehen wir hier kleine Kinder ab. Weil wir hier das ganze Geld kriegen. Zwei Sindelbeeren. Ja, möchte ich pflücken. Paul packt die Sindelbeeren in die Bärentasche des Beutels. Der Boden ist wieder weich und lehmig. Ja, ich möchte die Pilzbeeren pflücken. Hier noch irgendwas Besonderes. Naja, auch kein Item versteckt gewesen. Hi. Mein Ziel, stets gewinnen und der beste Trainer aller Zeiten werden. Hilf mir bei meiner Karriere. Ja, ich kann dir helfen, die zu bremsen. Ich bremse dir jetzt deine Karriere. Los, Wingull! Oh, das hat er schon, ist ja schon ein bisschen angeschlagen. Könnt jetzt schön Verwirrung reinhauen. Komm mal immer. Attacke von Fingo geht daneben.
Computer sagt nein. Komm, Aquaknall ins Gesicht. Und ein Volltreffer. Geklatscht, würde ich sagen. Nächstes wird Knilz. Ja, Knilz ist auch cool. Knilz ist auch ein cooles Pokémon irgendwie. Nicht sehr effektiv. Na, jetzt geht das wieder los. Knilz setzt Tegel ein. Jetzt können wir mal... Die Trassler können wir nicht. Komm, schicken wir Flamli. Flamli macht jetzt Glut und dann ist Knilz weg. Und hier, zack, Glut ins Gesicht. Sehr effektiv, weiß ich. Erhält 27 und erhält auch 27. Gehöre Karin. Da habe ich wohl deine Karriere angekurbelt. Ja, das hast du wohl. Beutel. Wir brauchen einen Trank für unser Windul. Obwohl, ne, jetzt kommt ja hier gleich Pokémon Center, ne? Wo wir keinen Trank jetzt verschwenden. Oder? Ja, hier. Ja, und ich hätte jetzt noch einen Trank genommen. Das wäre ja schön blöd gewesen. Guten Tag. Was kriegen wir jetzt eigentlich schon alles zu kaufen? Wir kriegen ja jetzt Pokébälle, kriegen wir ja schon, ne? Willkommen, kann ich dir helfen? Kaufen. Pokéball, aber gerne. Wie viele möchtest du? Komm, hier nehmen wir jetzt hier diese coole hier. Ups. Nein, warum mache ich jetzt zurück? Ja, ich will kaufen. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach komm, wir werden niemals so viele brauchen. Komm, 5. Wir werden ja ruckzuck Superbälle kriegen. Dann nehmen wir noch 5 Tränke mit. Ist auch teuer hier alles, ne? Abmarsch. So. Und dann gehen wir jetzt mal in die Arena hier rein zu unserem Vater, ne? Hallo, Papi. Hm? Na, wenn das nicht Paul ist, dann habt ihr den Umzug beendet. Ich bin überrascht, dass du ganz alleine hierher gefunden hast. Oh, so ist das. Du hast ein Pokémon-Begleitung. Ich glaube, du wirst einmal in meine Fußstapfen treten als Trainer. Das sind großartige Aussichten. Ich kann es kaum erwarten. Ich hätte so gerne ein Pokémon, bitte. Wie? Du? Ach gut, du bist Heiko, nicht wahr? Ich werde meine Verwandten in Wiesenflur besuchen. Ich glaube, ich werde mich da doch einsam fühlen, daher würde ich gerne ein Pokémon mitnehmen. Aber ich habe noch nie eins gefangen. Ich weiß nicht, wie das geht. Oh, ich verstehe. Paul, hast du das gehört? Hilf doch bitte Heiko dabei, ein Pokémon zu fangen. Heiko, hier, ich leihe dir meinen Pokémon. Heiko hat ein Zigzag erhalten. Oh wow, ein Pokémon. Ich gebe dir auch diesen Pokéball. Dann leg los. Oh wow, danke schön. Paul, kommst du wirklich mit mir? Muss ich ja jetzt, wa? Pokémon verstecken sich im hohen Gras. Wie diesen hier, oder? Bitte bleib hier und schaue, ob sich sie auch richtig fangen. Boah! Hab ich schon. Ein wildes Trassler erscheint. Und er setzt Tackle ein, das einzige, was er zigzags kann. Du komm, ich muss die Folge gleich beenden, Freundchen. Weil das wären immer 15 Minuten Folgen, was ich hier mache, was man glaube ich jetzt schon gemerkt hat. Die erste war ein bisschen länger und alle die anderen werden alle so 15 Minuten rum.
Nun muss man einen Ball werfen, oder? Ich werde mein Bestes geben. Ach, nun komm, nun schlaf nicht ein. Gleich überziehe ich den Party wegen dir. Geht das noch langsamer? 1, 2, 3, geschafft. Karl, Trassler wurde gefangen. Ich habe es geschafft. Es gehört mir, mein Pokémon. Paul, danke schön. Lass uns zur Arena zurück. Und, hat es geklappt? Danke. Ja, wunderbar. Hier haben sie ihr Pokémon zurück. Danke, Paul, dass du mir zu Hilfe gegangen bist oder so. Euch beiden habe ich zu verdanken, dass ich mein erstes Pokémon fangen konnte. Ich verspreche, ich werde mich gut darum kümmern. Oh, meine Mama wartet sicher schon auf mich. Ich muss nach Hause. Bis bald, Paul. Nun? Paul, wenn du ein guter Trainer werden willst, hier ist mein Rat. Gehe nach Metaross City, gleich hinter diesem Ort. Dort solltest du die Arenaleiterin Felicia herausfordern. Suche danach die anderen Pokémon-Arenen auf und besiege die Leiter. Sammel die Orden der verschiedenen Arenen, verstehst du? Ich bin natürlich auch Arenaleiter, auch wir werden eines Tages gegeneinander antreten. Aber erst, wenn du stärker geworden bist. Hallo? Jetzt hör auf, mit mir zu sprechen, oder was? So, wir stellen uns mal neben unserem Vater hier. So, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hier wieder bei Let's Play Pokémon Saphir. Saphir, sag ich schon, Smaragd. Bis dahin, tschüss und haut rein.